So, meine Lieben, wir spielen mal wieder den Espresso Tycoon und heute geht es auf den Mond. Also nie mehr, natürlich. Nehmen wir uns mal den Moon Coffee. Ah, ein bisschen Mondfarben, haben wir was? Ja, das sieht gut aus. So, ist noch nichts da. Wir gucken mal raus da. Auf dem Mond eine Kaffeebar aufmachen. Ja. Das kann nur mir auch noch einfallen, ne? Die Leute laufen hier rum. Also wir spielen wahrscheinlich irgendwo in der Zukunft. So, wir starten. Machen wir mal Pause, ne? Erstmal muss ich einen Angestellten haben, Mitarbeiter. Shirley? 8 Stunden, aha, kommen wir nehmen Isabella Davis, die macht eine 12-Stunden-Schicht. Ist natürlich ein bisschen teurer, die Dame, aber abends möchte die arbeiten. Ja, das ist ja auch ein bisschen zu spät, ne? So. Hätten wir die und dann brauche ich noch eine zweite, sicherheitshalber. Marc, der macht so vormittags mehr. Vormittags. Ja, nehmen wir ihn, komm. Aber auch einen Zeitplan erstellen. So, dann haben wir das ein bisschen abgedeckt schon mal. So, jetzt brauche ich erstmal Sachen. Einen Stuhl. Hab hier ein bisschen Startkapital heute gekriegt. Also ein bisschen mal was ein bisschen edleres. Also ich glaube, so ein günstiger Stuhl in einer Mondbasis. Nee, 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 nee. Komm, Leute. Nehmen wir ein bisschen was in. Hocker. Ah. Haben wir keinen Mondstuhl? Einfach so mal. Keinen Mondstuhl da. Oh, muss ich noch erforschen? Oh, hier kann man so ein modernes Sofa, könnte ich hier in der Ecke irgendwie machen. Wäre vielleicht. Oh, brauche ich aber 3 Tische anscheinend. Ah, das wäre mal eine Überlegung. Ja, da so noch nicht, aber vielleicht später mal. So. Versteckter Holzstuhl. Komm, wir nehmen den hier. So. Wie immer, wir fangen klein an. Und dann schauen wir mal weiter hier. Die Stuhlabstände sind wieder zu groß am Tisch. So. Ah, ich habe aber noch genug Geld. So, und Tischlein, deck dich. Ah, weiß nicht, so ein großer Tisch. Ah. Also ist es doch ein bisschen elegant. Und klein, das muss ich alles nochmal gucken, wie ich das am besten so hinstelle. Irgendwie passt das nicht so ganz, oder? Ja. Ziehen das mal ein bisschen alles zur Seite nochmal. So, welchen Tisch hat hier denn jetzt nochmal? Den da, ne? Ja. Die Leute müssen ja auch hier irgendwie hinkommen. Hier fehlt mir immer noch so ein Raster-System, wo man das ein bisschen besser hinstellen könnte. Weil hier geht es echt so mehr nach Augenmaß. Vielleicht kommt das ja noch. So. Wie sieht's aus? Ja, wir machen mal Standardsachen rein. Ach, da brauche ich wieder eine Kaffeemaschine, die schon Milchschäumer kann. Wieso habe ich immer eine ohne Milchschaum? Nee. Da muss doch auch mal eine mit Milchschaum hinkommen. Ach komm, wenn wir schon so viel Geld haben auf dem Konto, weil wir auf dem Mond gelandet sind, nehmen wir die Torste, die es gibt. Komm. So, jetzt brauche ich aber Zutaten, oder? Nee, Rezepte. Also, Rezepte werde ich demnächst mal machen. Erstmal
Irgendwie weiß ich nicht. Sieht auch so ein bisschen trostlos aus. Gemälde, haben ja teure Bilder oder was von der Erde. $40, richtig was Teures. Oh, die teuren Sachen muss ich alle noch erforschen. Och nö. Okay, also Sitze alles aktivieren. Und ist noch gesperrt, weil ich kann zwei Bohnen. Ich muss erstmal zwei Bohnen verdienen. Ey. Na gut, wir machen erstmal alles aktivieren schon mal. Ah, okay. Machen wir mal auf. Ja. Also ich weiß nicht, Feuerwerk im Weltraum, ob das eine gute Idee ist. Naja. Was ist das? Okay, Badezimmer haben wir auch noch nicht. Aber ein Radio könnten wir doch noch. Irgendwie ein Radio, komm. Bisschen Musik. Lampen, Gemälde, speziell. Audio. Satellitzentrum. Boah. So, Lautsprecher kann ich hier irgendwie an die Wand? Kann ich die nicht machen? Oder nicht? Kann die nicht an der Wand machen? Das ist aber schade. Energiesteckdose. Oh. Dafür kriege ich 6 Stilpunkte? Respekt. Energiesteckdose? Na gut, wollen wir mal hin, also. Komm, richtig teures Rad. Stopp Verschmutzung der Ozeane. Ja, ist auch wichtig, ne? Dass die Leute das lesen hier. Hammer. Die Leute gehen ja hier lang, also kommen hier. Wir sind zwar im Weltraum, aber ein bisschen die Leute darauf aufmerksam machen. So, noch ein schicker Hundenapf. Kommt hier auch noch in der Ecke. Ein effizienter Router. Oh, also satt. Damit sie hier auf WLAN haben, die Leute. Lampen, Fußböden, Snacks, Schränke. Haben wir auch Regale hier. Ich weiß nicht, ob da was drauf passt. Schneewittchen XXL. Ja, das ist Schneewittchen. Ich suche ja eigentlich irgendwie so ein Regal, wo ich den Router dann reinbauen kann. Wir gucken mal, ob das funktioniert. Wo war der jetzt nochmal? Lampen speziell. Router. Audioverstärker, Router. Jo, den können wir da oben draufsetzen. Seht ihr? So, fertig. Kind lohnt erstmal freies WLAN. Retro-Radio. Komm, ein Jukebox. Nehmen wir mal hier richtig. Die Jukebox kommt hier in der Ecke. Bisschen für die Leute. Was ist denn? Ah ja, ich weiß nicht was. Muss das mal selber hier sauber machen. Was ist das? Achso, ja, Kaffee erstellen. Nee, das. Denke mal. Kaffee erstellen machen wir demnächst mal. Erstmal lassen wir es mal laufen, unser kleines Mondkaffee. Also in sterilen weißen Hosen, um Gottes Willen. Okay, die hat mal keine weiße Hosen an. Immerhin. So. Okay, wir haben 2 Kaffeebohnen reicht. Okay. Kein Lehrgeld für. Bisschen dunkel. Bisschen Ruhe. Kino wechseln. Achso, genau. Struktur. Schalten wir mal um. So. So, jetzt können wir mal rauszoomen. Jetzt sehen wir. Jetzt sind wir im Weltraum. Da die Mondlandschaft. Und wir sind auf der Station und verkaufen Kaffee. Ja, ohne Kaffee läuft ja auch nichts im Weltraum. Definitiv nicht. So, dann gucken wir mal weiter. Was hier noch so passieren wird bei mir.
So, da sind wir auch wieder. Wie ihr seht, ich habe ein bisschen dekoriert, ein bisschen alles, ein bisschen, oh, da ist Müll, ein bisschen alles ein bisschen erneuert hier. Und wir, denke ich mal, wir müssen mal wieder ins Lager. Marketing läuft ja, Recherche ist da. Ich habe mein Lager gelassen. Ah, Vorräte. Ja, welche zum Mitnehmen, aber die Basis hier, so ein Wasserfilter. Bestellen wir mal wieder ein paar. Bestimmt auch mal. Wieso habe ich so viel auf Lager? So viel habe ich doch gar nicht bestellt. Hallo? Wer hat so viel bestellt? Ich war es nicht. Erstellen und speichern deinen eigenen Kaffee habe ich mehr als genug. Mit Zutaten Honig? Okay. Olivenöl? Nee. Nee. Das machen wir nicht. Nicht Olivenöl. Kaffee mit Olivenöl? Nein. Nicht bei mir. Wie sieht es denn aus? Sind Vorräte? Nein. Vorräte sind noch nicht eingetroffen. Ach, der Router ist schon wieder defekt. Ja, komm, wir reparieren den mal. Und unsere Steckdose genauso. Meine Vorräte sind eingetroffen. Sehr schön, sehr schön. Mit den Snacks aus. Oh ja, da könnten wir auch mal wieder ein bisschen einen Rollkuchen. Ey, Moment, nicht rummeckern, nicht? Ich mache ja so schnell, ich kann hier die Sachen in der Vitrine stellen. Ne, den haben wir schon. So, ein bisschen haben wir schon mal. Ich habe auch schon Kaffee erstellt, den Kindercup, der lässige Forscher, der Montori. Die Mondrakete, der Hippie-Mond, Apollo 99 für die Senioren, der Techniker-Kaffee und Mondbasis-Studios. Ich habe so ein paar Kaffeearten erstellt. Oh, Moment, Moment, ihr kriegt einen Rabatt. Ihr kriegt einen Rabatt. Du auch. Komm, ich gebe euch alle heute einen Rabatt. Ich bin heute so gnädig. Kriegt alle Rabatt auf meinen Kaffee heute. Hier ist ja so viel los, ey. So, Kunde. Ah. Hip-Hop magst du nicht. Spiel ich gerade Hip-Hop? Jo. Na, spiel ein bisschen Jazz, komm. Oh, hier ist ja so ein Andrang, ey. Okay, meine Mitarbeiter. Ich würde mehr Geld verdienen hier. Ich habe dir einen Gehalt gerade erst erhöht. Mann, nur oh Mann, die ist aber geldgierig, diese Arme. Der ist genauso geldgierig, komm. Gehen wir mal ein bisschen in den grünen Bereich. Oh, ja, komm, ich glaube, sonst wird das nix. Kaum läuft das Café, schon werden die Leute geldgierig hier. Ja, komm, dich trainiere ich mal. Milch und Schnelligkeit. Trainiere ich dich mal. Er ist eigentlich recht. Der ist offen. Okay. Okay, wir haben es geschafft. Eine lokale Benefizereignis fand in ihrem Café statt, bei dem eine vielfältige Menschenmenge zusammenkam. Es bot sich die Gelegenheit, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben. Bewertung plus 20. Okay, ich habe es geschafft. Wir gehen aber auf weiterspielen, aber wir gucken nochmal. Gut, läuft doch. Ja, gut, die Leute sind alle sauer. Aber ich finde, das Mondcafé ist auch gut geworden. Ich hoffe, ihr habt jetzt mal wieder einen kleinen Einblick gekriegt, was jetzt für eine neue Sache an Kaffee. Also Mondkaffee ist schon interessant. Würde ich so sehen. Ah, die Leute sind schon wieder sauer. Oh Mann. Ja. Ja, die Toilette kann ich eigentlich mal aufmachen. Damit die so. Oh, damit die Leute ihr Pipi und ja, das andere per Schlauch abgesaugt wird, wie bei den Shuttles. Okay. Ich hoffe, dieser Einblick in dieses Mondcafé hat euch gefallen. Und ich würde sagen, bis demnächst mal. Ciao, ciao.